Das wird schräger als sonst. Ist leider so. Du hast mich gerufen. Und hier bin ich. Ich weiß, ich habe dich manchmal ignoriert. Ich bin immer froh, von dir zu hören. Ich hoffe eben immer wieder und wurde dabei so oft enttäuscht. Habe nichts gefunden. Es ist, als lebten wir in einem Raum mit einem Poster an der Wand. Wir starren das Poster an und denken, das ist die ganze Welt. Der Raum. Und das Poster. Das Bild ist schön. Eine Landschaft, eine Berühmtheit. Wie in diesem Film, diesem Gefängnisfilm, wie ist er noch gleich. Der Raum ist unsere Zelle. Und das Bild, es ist für alle anders. Ob schön, hässlich, grausig oder traurig, es fesselt uns alle. Doch es ist eine Lüge. Es lenkt uns von der Wahrheit ab. Sie belügen uns. Wir belügen uns selbst. Der Raum ist nicht die Welt. Die Welt ist viel größer und viel verrückter. Ein verborgenes Loch hinter dem Poster führt in die echte Welt. Wir fühlen uns in unserem Raum sicher. Aber manchmal... manchmal kriecht etwas hinter dem Poster hervor. Und die, die es sehen, flippen aus und versuchen alles, um es wieder zu vergessen. Ich bin hier. Warum hast du mich hergebracht? Hallo? Ist da jemand? Dieses Siegel. Lange her, dass ich das gesehen habe. Aber ich sehe es in meinen Träumen. Federal Bureau of Control. Jahrelang habe ich die gesucht. Und hier sind sie, direkt vor meinen Augen.
Hallo? Hey, Entschuldigung. Da bist du. Du bist wegen des Jobs hier. Hausmeisterassistentin, du musst zum Vorstellungsgespräch. Nimm den Aufzug. Da drüben. Danke. Aufzug da lang. Alles klar. Sehr gut. Ich bin Achti, der Hausmeister. Du arbeitest für mich. Du kannst sagen, ich habe dich geschickt. Wenn sie dich nicht einstellen, es gibt Arbeit für die Axt. Nimm sie hinter die Sauna. Ich habe genug Nachtschichten geschoben, um zu wissen, dass man dabei seltsam wirken kann. Aber für mich hat Arti ein freundliches Gesicht. Besser als jemand ohne Gesicht. Stell dir vor, ohne Gesicht. Meine Zelle und das Poster. Ich war 11, als ich erstmals hinter das Poster blickte. Sie sagten, ich hätte es mir eingebildet. Seitdem habe ich versucht, es herunterzureißen. Hilfst du mir? Habe ich dich kurz verloren? Du weißt, woran ich denke. An meinen kleinen Bruder, Dylan. Vor 17 Jahren hat die Behörde ihn geschnappt. Thank you.
soll sie aufheben? Die Mordwaffe? Echt? Was zum Teufel ist das? Was ich hier suchte, droht mir zu entgleiten. Und das war's mit dem Poster. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AVI, gewandelten Weltereignissen, Störungen unserer vermeintlichen Realität. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM, und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt hat, der hat gewonnen. Sieh dir das an. Dieselbe Waffe. Hast du das gehört? Das ist der Tote. Gleich nachdem die Pyramide zu mir sprach. Und es war nur Rauschen. Und ich habe jedes Wort verstanden. Oh, und die
diese Waffe lebt. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, hier zu sein. Draußen ist es ruhiger geworden. Ist das sicher? Hotline. Ein sicherer Kommunikationsweg. Anweisung. Die Hotline, sagt der Tote. Für Ihre Aufmerksamkeit. Erinnerung. Erinnerung.
Wenn Sie eine unvorhergesehene Raumverschiebung erleben, befolgen Sie diese einfachen Schritte. 1. Durchsuchen Sie den Raum nach gewandelten Objekten oder Objekten der Macht. 2. Tragen Sie dieses Objekt in den nächsten sicheren Raum. 3. Warten Sie, bis die Mitarbeiter der Behörde Sie in das Objekt sein. Wenn sich keine derartigen Objekte sehen, dann erreichen Sie den Vorgesetzten über die nächstgelegene Gegenstelle. Kannst du uns was hören? Lasst uns in der Verordnung, wie sie erlaubt hat, ist der Wort, das Donner ist verzerrt. Wir warten. Das Wort, das dies beschreibt, die Herz erreicht und unterscheidet. Du bist ein Wort, du lebst aus dem Satz. Das war ein Sieg, das Dieses Geräusch ist ansteckend. Es gräbt sich in eine nervige Melodie, die man nicht aufhören kann, zu summen. Ist zensiert. Der Name
Weißt du, was fühlen? Das Zischen, das vorhin in mich eindringen sollte. Das Zischen hat sich in alles hier eingetragen. Das Zischen in Blut. Das ist alles. Heilige Scheiße. Du, wir haben es geschafft. Hallo? Können Sie mich hören? Gehören Sie zu uns? Zur Behörde? Sind Sie noch bei Verstand? Bitte reden Sie mit mir. Wir waren Sie mit den verlorenen Agenten. Kann ich rauskommen? Bin ich froh, mit jemandem zu reden, der noch bei Verstand ist. Ganz meinerseits. Ich bin Pope, Emily Pope, Dr. Darlings Assistentin. Ich bin dran. Soll ich lügen? Jesse Faden. Nur zu Besuch hier. Ich hätte lügen sollen. Oh shit! Sie sind die neue Direktorin! Moment, wir kommen raus! Direktorin Faden? Nennt mich Jessie. Okay, Jessie. Ich bin Emily. Also irgendwie hat diese feindselige Macht dieses... Zischen? Genau. Irgendwie konnte es das Gebäude ohne Vorwarnung infiltrieren. Und so schnell wurde der Name offiziell. Das Zischen. Wie einströmendes Giftgas. Wir sind komplett unter Quarantäne. Es ist überall und betrifft alle, die nicht von einem HAV und erstaunlicherweise auch von dir beschützt werden. Du bist die Direktorin und damit per Definition etwas Besonderes. Trench ist natürlich nicht mehr der Direktor. Ach, entschuldige, ich rede zu viel. Es ist einfach gerade alles ziemlich heftig. Trench ist tot. Erschossen. Ah. Ich fand seine Leiche. Und die Waffe. Sag ich ihr, dass es wie Selbstmord aussah? Die Amtswaffe. Außerdem, und ich weiß, das klingt verrückt, erscheint er mir. Sagt mir Dinge. Es ist schwer zu verstehen, aber er sagte, ich soll den Kontrollpunkt säubern, das Zischen vertreiben. Der ganze Raum veränderte sich. Das hast du gemacht?
und das Gebäude betreten, als es bereits unter Quarantäne stand, bevor du die neue Direktorin wurdest? Wie? Ich bin noch nicht bereit, dir das zu erzählen. Ein Hausmeister ließ mich rein. Irre! Das ist einfach unglaublich. Es ist... Ach, ich kann nicht mal... Ach, Jesse, ich habe 1 Million Fragen und du bestimmt 1 Million mehr. Wie zum Beispiel, kennst du meinen Bruder Dylan? Noch nicht. Aber da ist was, um das ich dich zuerst bitten muss. Wenn du einen Kontrollpunkt säubern kannst, kannst du vielleicht auch die vom Zischen Besessenen, also ja, die Infizierten, heilen. Wenn das möglich wäre, hätten wir ganz andere Optionen. Emily Pope. Ich kenne sie nicht, aber ich mag sie jetzt schon. Sie ist das genaue Gegenteil der anonymen Behörde, die ich dafür verantwortlich mache, was damals passierte. Aber ich kann ihr, oder vielmehr ihrer Behörde, noch nicht trauen. Ja. Ich versuch's. Ich rede natürlich für dich. Versuchen wir es gemeinsam. Okay. Bist du dabei? Wir haben das Zischen ja schon mal vertrieben. Zerstört sie. Jesse, hier drüben. Wir brauchen einen Plan, Jesse. Ich kann sie nicht heilen. Ja, aber es war den Versuch wert. Danke, Direktorin. Jesse. Ich sage ihr, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Also, vor 17 Jahren war die Behörde in einen Vorfall in meiner Heimatstadt Ordinary verwickelt. Sie kam und vertuschte dann alles. Ich suche diesen Ort hier bereits seit sehr langer Zeit. Das reicht. Vielleicht war es schon zu viel. Ich kann ihr noch nicht von Dylan und dem Rest erzählen. Ich habe von einem gewandelten Weltereignis gelesen, das mit Ordinary zu tun hatte. Du warst als Kind am Ground Zero? Das war eines der ganz Großen. Und vor meiner Zeit. Und streng geheim. Ich kann versuchen, alte Akten zu finden. Mein Boss, Caspar Darling, würde es wissen. Aber er ist verschwunden. Er wusste oder ahnte wohl, was passieren würde. Er brachte uns die HRV, Hadron-Resonanzverstärker. Ich denke, die haben einige von uns gerettet. Direktor Trench weiß natürlich auch alles. Trench, der Geist oder was er auch ist. Er erwähnte eine Hotline. Sagt, ich soll ihn finden. Das ist ein weiteres Objekt der Macht wie die Waffe. Ein altes Bakelit-Telefon. Eine direkte Verbindung zwischen dem Direktor und dem Rat. Vielleicht kann er dadurch deutlicher mit dir reden. Trench hat viele Jahre Erfahrung. Er könnte wissen, wie man das Zischen zerstören kann. Wo ist die Hotline? Sie ist in der Kommunikationsabteilung hinter dem Postraum. Das ist Teil dieses Sektors. Deshalb ist es trotz Quarantäne für uns zugänglich. Wir öffnen die Tür für dich. Okay, das ist mein nächstes Ziel. Das ist Tomasis Abteilung. Er ist der Leiter der Kommunikation. Ich denke, er hatte keinen HRV. Er machte deutlich, dass er keinen tragen wollte. Pass auf dich auf. Man nennt mich die Direktorin. Aber das bin ich nicht.
Ich bin nicht der Typ für sowas. Bin kein Anführer. Warum bin ich hier? Ich glaube, das weißt du schon. Ja, wegen meines Bruders. Aber es gibt auch andere Gründe. Ich sagte, ich suche Antworten, aber ich werde sie vielleicht nie verstehen. Ich suche keine Beweise. Das hier ist bereits mehr als genug. Egal, was sie mir all die Jahre erzählt haben, ich weiß jetzt, dass es wahr ist. Es war keine Einbildung. Ich will Teil dieser Welt sein. Doch was mir wirklich Angst macht, ist es endlich gefunden zu haben. Und zusehen zu müssen, wie das Zischen alles zerstört. Also, frage, was immer du wissen willst. Es gibt keine dummen Fragen. Die Tür zur Kommunikationsabteilung ist direkt vor dem Sitzungszimmer an der Lobby. Sie sollte mittlerweile offen sein. Folge den Schildern zum Postraum. Durch ihn kommst du zur Hotline-Isolationskammer. Viel Glück, Jesse. Komm zurück, wenn du die Hotline hast. Danke, Emily. Da ist sie wieder, unsere Willkommensnachricht. Thank you.
Schauen Sie mal. 8 Zoll breit und mit einer Kapazität von sagenhaften 80 Kilobyte. Ha! Erbeutet von Kollegen bei der CIA mit Startcode sowjetischer Atomraketen. Nicht die Originaldiskette natürlich, aber eine exakte Kopie, eine perfekte Fusion der Konzepte, die im Kollektivbewusstsein des Kalten Krieges herumschwirrten. Ein Gefäß. In jeder Hinsicht ein Auffangbecken unheilvoller Energien. Und sie kamen. Wir haben nicht alle Details, aber als Dinge um die Diskette plötzlich zu fliegen begannen, kam sie zu uns. Auch ein Objekt der Macht. ODM. Ups. Oh, und sie bringt Dinge telekinetisch zum Schweben. Hier flogen bereits 30 Bleistifte. Und einmal schwebte sogar eine Tasse. Ein Objekt der Macht. Sieht aus, als wäre sie von Zischen gefallen. Wir müssen sie säubern. Ich höre dich schwerer, wenn ich hier bin. Als hätte man den Kanal gewechselt. Der Rat hat hier das Sagen. Die Pyramide ist im Siegel der Behörde. Ziehen sie wirklich die Fäden?
Ich bin nicht Ihre Direktorin. Bist du ja. Du warst weg. Abgeschnitten. Ich habe es. Emily sagte, dass man durch den Postraum zur Hotline kommt.
einen Schlüssel? Damit sollte die Tür aufgehen. Thank you.
konzentrier dich. Die Hotline muss hinter dem Postraum sein. Alberto Tomasi, Kommunikationsleiter. Das Zischen hat ihn erwischt. Okay, nehmen Sie das runter. Die Lage in Kuba wurde von den zuständigen Behörden bewertet. Die mysteriöse Krankheit, von der die Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna betroffen waren, wurde durch Schallwaffen in den Händen einer ausländischen Macht verursacht. Zahlreiche Mitarbeiter der Botschaft erlitten Schäden am Innenohr, aber die meisten werden voraussichtlich vollständig genesen. Natürlich wurden auch ihre Zellwände beschädigt. Aber ob das an einer dummen Lärmkanone lag? Gott sei Dank haben die Ärzte dort sie nicht mehr so. Die Hotline muss nahe sein. Ocean View Motel und Casino. Traumlogik. Der Lampenzugschalter. Die Tür mit der schwarzen Pyramide. Waren wir hier schon mal? Ich habe in billigen Motels im ganzen Land übernachtet. Unterwegs, heimlich, auf der Flucht. Das fühlt sich an wie alle von ihnen. Wie etwas, das man aus einem Traum kennt. Hallo? Ist da jemand? Schlüssel.
Nur ein Telefon. Ein Objekt der Macht. Es ist nicht ans gewöhnliche Netz angeschlossen. Eine direkte Leitung zur Astralebene und zum Rat. Und meiner Hypothese nach, unter den richtigen Bedingungen auch zu anderen Existenzebenen. Ein Direktor braucht ein Team, mein Management-Team. Sie kennen die Geheimnisse der Behörde so gut wie ich, manche sogar besser. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall, Marshall besonders, meine Einsatzleiterin. Sie versteht mich, weiß, dass ich mich ungern auf andere verlasse. Man sollte nur sich selbst enttäuschen. Aber Dinge ändern sich, wenn man Direktor wird. Ich habe die Hotline. Ich kann Trench anrufen. Oder ihn zumindest hören. Er ist wie ein Echo. Ein Echo mit wichtigem Wissen. Ich muss zurück zu Emily. Aber die Leute reagieren heftig, wenn ich von dir erzähle. Ist es zu früh, um es Emily zu sagen? Sie könnte helfen. Jesse, hast du die Hotline? Wie ist es da draußen? Kommunikation? Das Zischen? Ach, sorry, ich bin nur froh, dass du da bist. Emily, lass uns reden. Natürlich. Ich habe die Hotline. Ich verstehe nun, was Trench sagt. Unglaublich. Was sagt er? Er sprach über sein Management-Team. Leute, die Geheimnisse der Behörde kannten. Dein Boss, Darling, Tomasi, aber den hat das Zischen erwischt. Salvador? Er ist der Sicherheitschef. Und Marshall? Helen Marshall ist die Einsatzleiterin. Sie ist zäh, ex-CIA. Sie ging mit ihren Rangern in den Forschungssektor, um die HAV-Produktion zu sichern. Sie kam nicht zurück. Jemand, der uns helfen könnte. Die anderen Sektoren. Wie komme ich dahin? Das ist unmöglich wegen der internen Quarantäne. Als Direktorin kannst du sie aufheben, aber das geht nur vom Wartungssektor aus. Normalerweise verbindet der Sektorenlift alle Sektoren, aber solange die Quarantäne wirksam ist, funktioniert er nicht. Wir haben bereits eine Quarantäne überwunden. Vielleicht finde ich einen Weg. Jesse, schau mal, du kamst ohne Training in diese extreme Situation und schlägst dich phänomenal gut. Und das Zischen kann dir scheinbar nichts anhaben. Also, ich würde liebend gern ein paar Tests mit dir machen. Also, wenn du einverstanden bist, natürlich. Vielleicht finden wir etwas, das uns helfen könnte. Tests? Ich weiß nicht. Sie könnte dich entdecken. Aber ich würde auch selbst gerne mehr verstehen. Okay. Wenn du denkst, dass es hilft. Spitze, ich suche in der internen Dokumentation nach Wegen, die Quarantäne zu umgehen. Wir müssen diese Sektoren öffnen, um Darling und Marshall zu finden. Und ich suche einen Weg in den Wartungssektor. Je schneller wir einen finden, desto schneller kann ich die Quarantäne aufheben.
Hörst du das? Singt da jemand? Gesang. Es kommt das aus dem Aufzug. Wie denn? Während der Quarantäne? Kriegen wir doch keine Ausrüstung aus der Forschung. Dann guck mal, was du hier finden kannst. Computer, Dokumente, alles an Messgeräten. Unterstützt, erntest du bei Darling sicher Pluspunkte. Hi, Jesse. Danke, Emily. Ich bin sicher, dass ich bald noch mehr Fragen habe. Gib einfach Bescheid. Soll Objekte bis zu 20 Meter hoch schweben lassen können. Bestätigt wurden bisher nur bis zu 5 Meter. Offensichtlich hast du nie die P6-Daten gelesen. Thank you.
Zeit für Arbeit. Wir treffen uns in der Wartung. Wie gesagt, der Hausmeister ist freundlich. Sektor ist das Reich des Hausmeisters. Wenn ich Adi hier finde, kann ich mir helfen, den Punkt zu erreichen. Vielleicht hast du mich trotz der Quarantäne in das älteste Haus gebracht. Vielleicht war es Adi. Er hat wohl den Aufzug erscheinen lassen, der mich in Trenches Büro brachte. Hilft Adi mir auch? Schalter des Direktors ist da, im Kontrollraum. Wie kommen wir da hin? Was ist da hinten?
Gemacht. Du hast den Job. Glückwünsche sind angebracht. Yippie Satana. Es passierte beim letzten Tropfen. Ich brauche wirklich einen Assistenten. Das Lustige ist, ich war mal Hausmeisterin. Eine Rolle, die mir mehr liegt, als Direktorin zu sein. Nur Ati scheint das hier zu begreifen. Ja, hi, Ati. Wir müssen die Quarantäne aufheben, sonst komme ich nicht in die anderen Sektoren. Kannst du mir helfen, zum Überbrückungsschalter zu kommen? Ja, ja. Ganz einfach. Ist gleich um die Ecke. Aber zuerst musst du mal was arbeiten. Nur wenig. Nur ein paar Stunden. Irgendetwas sagt mir, dass es länger dauern wird. Ja, du denkst, da ist ein Hund drin begraben. Ich sehe, du bist keine Schneegans von gestern. Deshalb wirst du eine gute Assistentin sein. Gut. Ich haue die Fakten auf den Tisch. Mekule, Sonon, Perkeles, Voran. Dieses Haus hat ein Ungezieferproblem, ein übles. Sie haben bereits die Kühlpumpen und die Generatoren der Energiequelle kaputt gemacht, Perkele. Und der Pensionär da drin spürt langsam, wie sich das Seil um seinen Kopf zusammenzieht. Die Situation muss gelöst werden, bevor die Quelle explodiert und wir alle verschwinden wie ein Forst in der Wüste. Perkele. Ich versuche mein Bestes, das zu verstehen. Die Kühlpumpen und Generatoren reparieren? Sonst explodiert die Energiequelle? Keine Angst. Ich habe Anweisungen hinterlassen. Du kommst schon noch dahinter, bevor ich Urlaub mache. Die Arbeiten auf der Tafel hier kannst du später machen, wenn du Zeit hast. Urlaub? Na klar. Ja, niemand streicht meinen Urlaub oder die Säbel rasseln. Aber keine Sorge, du nimmst das einfach in die Hand und dann ist diese Krise schnell Schnee von gestern. Du gehst besser jetzt, damit du nicht Hals über Kopf rennen musst. Die Tür hinten führt zur Energiequelle. Die hintere Tür. Großartig. Danke, Ati. Ja, verbrenn den Müll. Wirf alles ins Feuer. Verbrenn es. Verbrennst zum Rentier. Okay, was passiert nochmal, wenn das Ding hochgeht?
Zweite Arish. Er ist drinnen, er hilft Ihnen. Ma'am! Hey! Leiter Arish, FBC Sie. Er hat wirklich viel Vertrauen in seinen Boss. Halten Sie durch. Rohre C bis F.
Stromausfall. Ersetze sie teil. Wir müssen das sofort reparieren.
Direktorin Faden. Arbeite lieber.